Hallöchen und herzlich willkommen zum Let's Play Alien Isolations. Ich wäre jetzt beinahe bei Assassin's Creed gewesen, verzeiht's mir bitte, ich bin noch voll im französischen Modus. Wir müssen, wie du hier siehst, zum Projekt KG348 gelangen und uns sitzt immer noch das Alien im Nacken. Ich hoffe mal, sind wir da richtig? Ja. Oh fuck, ist das laut. Scheiße, ey. Ich hoffe mal, es packt uns jetzt hier nicht. Scheiße, Alter. Wie war denn das jetzt mit dem Ziehen hier? Erlangen Sie Zugang. Lauter geht's dann wirklich nicht, oder? Schlüsselkarte benötigt. Hat er die vielleicht hier? Nein. Aber ich weiß, dass das Alien hier über uns sitzt. Oh, Plasma-Schneider, das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Los mal hin. Los, sieh zu, bevor es kommt, ey. Alter! Ich muss erstmal wieder an diese Steuerung hier gewöhnen. Bisher habe ich jetzt hier nur das Mauspad, sag ich schon. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Okay. Kein Speicherpunkt, war klar. Hi, ne? Sonst haben wir die zuhauf gehabt. Also ich habe bisher nur mit dem Xbox 360-Pad gespielt und es ist für mich wieder komplett neu, auf die Tastatur umzusteigen. Deswegen seht's mir bitte nach, wenn ich doch den einen oder anderen Fehler mache. WTF. Oh Mann, jetzt wird's eng. Dunkle Räume mit Geräuschen ist nicht mein Ding. Wo ist es? Oh, Scheiße. Okay, am besten Taktik, wie gehabt, nicht stehen bleiben, sondern einfach weitergehen. Ich hoffe, das Video funktioniert so einigermaßen auch mit der Aufnahme, weil ich nebenbei noch encodiere. Kommen wir nicht rein. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh, natürlich. Einmal in diesen Raum müssen wir rein. Das heißt... Was? Einmal außen rum? Alter. Okay. Warum einfach, wenn es so umständlich geht? Kommen wir dann logischerweise noch nicht rein. Da ist noch zu. Okay, da ist schon grün. Das, was ich persönlich lustig finde. Was? Alter! Oh, nee, du nicht! Alter, die Fresse, ey. Oh, Hackenschorsch. Strom wiederherstellen. Ich habe ihn noch gesehen aus dem Augenwinkel und dachte mir aber nichts bei. Die Drecksau. Nee, noch ein weiter. Okay. Leise und vorsichtig. Irgendwas piept hier. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Speicherpunkt. Ein Speicherpoint. Den müssen wir natürlich erstmal machen. Und dann gehen wir nochmal, bevor jetzt das alles kommt. Bindemittel. Ich kann nämlich gleich das liebe Alien... Ja, es wäre schön, wenn ich den Flammenwerfer irgendwie nutzen könnte. Und vor allem Medikit. Scheiße, was fehlt uns? Fuck.
Es ist da. Kalle ist auf jeden Fall schon da. Da ist er. Hallöchen, lieber Kalle. Hast du deine Tage? Okay. Es ist riskant, unter diesen Öffnungen lang zu laufen. Das auf jeden Fall. Na gut, auf geht's. Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme mit der Sebastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Gefahrenstoffleck registriert. Gut, dann speichern wir erst nochmal auf jeden Fall. Komm. Bevor Kalle mir im Nacken sitzt, weil dann haben wir nämlich das meiste schon geschafft. Und so wie ich die Nummer einschätze, müssen wir nämlich jetzt genau wieder in diesen Raum. Das heißt, den ganzen Scheiß wieder zurück. Ich liebe es. Ist da irgendwo eine Tür? Nee. Ist die offen? Wo müssen wir lang? Ja. Oh, ich bin leer. Ich hab gewusst, warum ich speichere. Merke dir eins bei diesem Spiel, geh speichern. Na du blöde Sau. Hi, sei gegrüßt. Arschloch, ich lieb dich auch. Nicht. Also nochmal. Attacke. Wir wissen, was uns erwartet. Und deswegen verschwinden wir gleich erstmal in den Schacht. Komme ich hier nicht durch? Aber hier kommen wir nicht hoch wahrscheinlich, ne? Huch! Ah, okay, ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nur rechts oder links und dann ist... okay, alles klar. Tja, das war ein Satz mit Scht, das war nicht. Wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch auch. Ah, hier ist rot. Okay. So, das heißt, wir müssen nochmal genau gucken, wo kommen wir da hin? Ja, wo kommt man da hin? Auf jeden Fall müssen wir hier hin. Ja, lauf mal Kalle natürlich genau in der Arme. Richtig? Richtig. Okay. Ja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir kommen hier einfach nicht raus. Habe ich denn noch irgendwas, was ich machen könnte? Nicht mal ein Medikit. Alter, das ist doch für den Arsch. Mine, Fackel, Flammenwerfer, Revolver, Blendgranate, Rauch. Nur die Mine. Ich habe nur eine Mine. Wenn ich mit dem Geräuschemacher gehe. Und das Ding irgendwo in Timbuktu platziere. Dann kann er mich doch eigentlich nicht wahrnehmen, oder? Rechte Maustaste zielen und R halten und platzieren.
So, dann wollen wir mal gucken, ob er da jetzt hingeht. Aha. Da ist er. Dann hat er wenigstens erstmal was zu tun und ich hoffe, er ist lang genug beschäftigt. So, dass ich jetzt, bin ich hier richtig, da rauskrabbeln kann. Und mir es nicht in die Quere kommt. Da müssen wir rein. Komm. Es wäre zumindest wünschenswert. Wenn er uns jetzt nicht in die Quere kommt. Oh Mann. Alter, bin ich blöd? Oh, lecken. Er kommt. Er ist da und er hat mich. Ich versuch's trotzdem. Komm, Deckung, 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 Deckung. Oh, und er geht weg. Alter, Gott sei Dank. Bitte gehen Sie direkt aufs Klo. Ja, super. Scheiße. Ganz toll. Das heißt, wir dürfen hier wieder raus. Da ist er. Bleib mir bitte einfach von den Fersen. Hier wieder rein. Super. Zumindest erstmal ein wenig Entspannung. So, das heißt, da müssen wir raus. Haben wir doch ein bisschen was geschafft in dieser Folge. Bis jetzt zumindest. Oh Gott, er sieht mich. Ich hoffe, er kommt hier nicht in den Schacht jetzt rein. Oh, oh. Er ist über uns. Er verfolgt uns auf jeden Fall. Oh, der gute Mann hält Schmerzen. Er ist über uns. Er ist genau über uns. Da ist er. Du kannst gerne weitergehen, Alter. Oh, jetzt kommt er schon wieder, Alter. Das kann's doch nicht sein. Es ist halt leider ein Hör-mehr-zu-Spiel, deswegen kannst du in dieser Situation gerade nicht allzu viel quatschen. Aha. Die Sau. Das ist ja eine linke Sau. Der steht tatsächlich und wartet drauf, dass ich mich bewege, dass ich hier einen Fehler mache. So ein Arsch. Wenn ich mich jetzt hinlegen könnte, würde es nur sehen. Oh, warum rennt der da oben rum, Alter? Ich kann nicht raus, ich kann nichts machen. Es tut mir echt leid, Freunde. Es tut mir wirklich leid.
Ich freue mich zwar echt megamäßig, dass du mir zuschaust und so ein bisschen hier mitfieberst. Das finde ich natürlich schon ganz cool. Aber es tut mir auch leid wiederum, dass ich euch hier nichts zeigen kann, weil Kalle mir gerade so ein bisschen auf den Sack geht da oben. Ist er weg? Wo ist Kalle? Oh, der geht raus und haut gleichzeitig wieder ab, die Sau. Ich hoffe nur, der kommt jetzt hier nicht hier runter. Na, der gute Mann hat aber echt Rachenschmerzen. Wow. Hast du den Schatten da oben gesehen? Das ist ja genau über uns. Tatsächlich weg. Entkommen Sie aus dem Labor. Würde ich ja gerne. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Ah, er hat mich. Hat die gerade gelacht? Scheiße. So ein Pisser, Alter. Die wollen mich doch verarschen, oder? Entkommen Sie aus dem... Wie denn? Boah. Alter Schwede. Fiese Aufgabe. Achso, ich muss hier, glaube ich, raus. Und am besten gleich hier rein verschwinden. Na, Gott sei Dank habe ich ihn nicht gesehen. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder rein. Okay. Richtig? Ja, und dann wieder rechts. Wie gut, dass wir das nicht alle schon gemacht haben hier. Machen wir gerne nochmal. Am besten so wie eben einfach durchlaufen. Komm, geh. Oh, nix, ey. Ist hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt gewesen? So, dann halt nochmal als bester Hacker der Welt. Huhuhu. Haben wir geschafft. Jo! Und er hat mich gesehen. Achtung! Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Bitte halten Sie sich ruhig. Verhalten Sie sich ruhig. Ich halte mich gleich ruhig. Wie denn? Hallo? Kommen wir da hin, wenn wir da jetzt rausgehen? Aber da kommen wir nicht weiter. Ich muss tatsächlich hier... Da komme ich auch nicht weiter. Ich muss tatsächlich hier durch. Und dann wieder zurück. Und da wartet hier auch die Drecksau. Ist nebenan auf jeden Fall. Oh, herzlichen Glückwunsch. Oh, hi. Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächsten Ausgang.
kannst mich gar nicht sehen, du kannst mich gar nicht sehen. Aber komme ich denn da nicht rüber in das andere Labor? Nee. Da komme ich doch. Oh. Will ich das denn? Will ich das denn? Ich will zumindest hier jetzt erstmal rein und dann versuchen, hier wegzukommen. Gut, liebe Freunde, und das versuchen wir in der nächsten Folge, denn da lösen wir auf, ob ich es nun diesmal packe oder ob ich wieder verscheiße. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao!